Erfahrungsgemäß ist ja immer so, dass wenn die, desto geringer und desto länger die Volatility, oder auch die Vola genannt, so desto geringer sie ist und desto länger sie so gering ist, desto explosionsartiger stauen sich dann eben diese ganzen Orders und Stops und überall und alles eben auf, und desto explosionsartiger geht es dann eben in eine Richtung oder in eine und dann wieder in die andere Richtung oder wo auch immer hin, wo auch niemand weiß. Grüße euch zu diesem kurzen Video-Update. 27. August 2018. Die letzte Augustwoche dieses Jahres ist angebrochen. Das heißt, die extremst niedrige Volatilität im Markt wird langsam dem Ende zugehen. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Ich für meinen Teil habe jetzt auch wieder mal ein bisschen was getradet. Ich bin im DAX Short und in Silber Long soweit. Schauen wir mal, was sich da die nächsten Tage so ergibt und ob ich ausgestoppt werde oder verdiene. Soweit sieht es ganz gut aus. Und ja, im August, wie immer, habe ich immer meine 2-3% im DAX Gewinn gemacht. Ja, das ist einfach für mich persönlich der beste Monat des Jahres, weil eben die Volatilität so niedrig ist und damit eben das Risiko. Und da kann man so richtig schön in Zeitlupe, kann man da zusehen, wie der Ticker da durch die Gegend hüpft. Ansonsten trade ich ja nicht so häufig, dafür eben gezielt. Und ja, Silber Long, warum Silber Long? Weil einfach mal wieder so ein Widerstand erreicht worden ist, der jetzt schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, ja, und abgesehen davon bin ich mal sehr gespannt, was sich so in den nächsten Wochen dann ergibt. Also erfahrungsgemäß ist ja immer so, dass wenn die, desto geringer und desto länger die Volatility, oder auch die Vola genannt, so desto geringer sie ist und desto länger sie so gering ist, desto explosionsartiger stauen sich dann eben diese ganzen Orders und Stops und überall und alles eben auf, und desto explosionsartiger geht es dann eben in eine Richtung oder in eine und dann wieder in die andere Richtung oder wo auch immer hin, wo auch niemand weiß. Und da wird es richtig schön spannend jetzt wieder werden, wie fast eigentlich jedes Jahr nach dem August, wenn alle wieder aus dem Urlaub zurück sind und wieder fleißig traden und genau kaufen und verkaufen an der Börse. Ja, ich denke mal, dass es eventuell ein kleines Korrektürchen geben könnte. Ich glaube jetzt nicht an den großen Crash in Q4, also sprich jetzt im 2018. Viele prognostizieren ja diesen Crash auf 2019 und 2020 und was weiß ich wo irgendwann. Das ist mir eigentlich auch alles egal. Wo auch immer die Reise hingeht, ich bin immer gern dabei. Ja. Und man sollte einfach auch ein paar Depots haben, wo man eventuell auch mal Short gehen kann. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man beide Richtungen traden kann. Ja. Besonders wenn, so wie im DAX, einfach alles irgendwie seitwärts geht, mehr oder weniger, schon eine ganze Zeit. Und ja, es gibt ja auch einige Aktien, wo man einfach, also wo die Wahrscheinlichkeit wirklich mehr wie 50-50 ist, dass es da mittelfristig ein bisschen duster aussieht, und da kann man ja auch mal Short gehen. Ja. Grundsätzlich bin ich ja ein Longplayer. Über die Ethik, ob Short ethisch vertretbar ist oder nicht, darüber will ich mich jetzt auch nicht unterhalten, weil ich denke, dass es auch überhaupt keine Rolle spielt, ja. Was ich denke und was ich mache. Da gibt es ganz andere, wichtigere Themen auf dem Planeten Erde, die wir vielleicht lösen sollten. Und jetzt kommt auch noch die Müllabfuhr, finde ich super. Na gut, also.
ich werde mir jetzt hier mal noch mal ein bisschen mehr Proteine jeden Tag reinziehen, hier einen Protein-Shake gekauft, ja, um mich vielleicht noch ein bisschen energetischer zu machen, weil nach diesem massivsten Wetterumschwung letzter Woche, wo wir eigentlich irgendwie 8 Wochen lang 36 Grad im Schatten hatten und dann an einem Tag, innerhalb von eines Tages, irgendwie sich diese Zahl mehr als halbiert hat, ja, letzten Freitag, also seitdem, also davor konnte man kaum was arbeiten und denken wegen der Hitze und danach hast du irgendwie wegen dem Wetterumschwung irgendwie erstmal 3 Tage hängst du dort und denkst du dir, fühlst dich irgendwie wie so ein Jetlag, ja, wenn du einmal um die Welt gereist bist irgendwie. Na gut, also bis zum nächsten Mal, wieder mehr zum Thema Börse und ein Update zu meinen 2 Positionen, ja, DAX Short und Silver Long. Und neue Aktien habe ich nicht gekauft. Schauen wir mal, ob ich mir nächsten Monat wieder welche kaufe. Eigentlich schon wie jeden Monat. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Ciao.